Hansen? Ah, hallo. Nee, da ist nichts untergegangen. Ich habe nur noch nicht geantwortet. Ja, ich weiß, dass die Frist heute abläuft. Hm. Ich melde mich. Versprochen. Ja. Tschüss. Peters. Bis heute muss ich meine Zusage geben, ob ich die höhere Laufbahn will und ob ich meine Stelle beim FND antrete, sonst ist sie weg. Und? Was würdest du an meiner Stelle tun? Oh, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Aber tut mir leid, die Entscheidung kann ich ja nicht abnehmen. Na toll, danke. Kannst du eine Münze werfen? Ja, oder Blütenblätter von Gänseblümchen abzählen. Super Idee. Scheiße! Meine Tasche! Bleib stehen! Was ist denn da los? Ich will da vorne raus. Wenn ich die kriege, dann bleibst du, ja? Peter 21 für 21.1. Schick bitte jemanden zum Lebensberg. Treppe zum Mittel. Ein Handtaschenraub. Hey! Kannst du aufpassen oder was, ey? Mist. Vergiss, was ich gesagt habe. Nee. So funktioniert es nicht. Da ist sie. Wir holen uns. Aus die Maus. Es gilt wieder, was ich gesagt habe. So funktioniert das schon gar nicht. Also, wie heißt du? Hm? Du verstehst mich doch, oder? Wo ist die Tasche? Ich muss dich jetzt durchsuchen. Ist das ein Schlüssel? Ja. Also, wie ist dein Name? Hä? Das kriegen wir sowieso raus. Du machst das nur schlimmer. Dann müssen wir dich jetzt mitnehmen. Hey, hey, hey! Achtung, Kopf. Weißt du was? Wenn Wolle sich mit Peter 21 hört meldet, dann heißt das, du gehst. Meldet er sich aber mit ich höre zurück, dann heißt das, du bleibst, okay? Okay. Peter 21 für Peter 21.1. Ich höre. Bingo, 1:0 für mich, du bleibst. Wolle, wir haben die Handtaschendiebin gefasst. Ja, ich will uns ihren Namen nicht sagen. Braune Haare, 1,65 Meter groß. Mir helfen, ich suche die Notaufnahme. Sie sind Portugiesin. Sie. Ich liebe Portugiesisch, ich bin schon im zweiten Level. Wie muito gosto de conhecê-la? Gosto foi todo meu. Darf ich mir das mal ansehen? Ja, aber das muss nicht genäht werden. Ist Ihnen irgendwie übel oder schwindelig? Nein, nur die Schulter schmerzt. Ich möchte jetzt gern zu einem Arzt. Ah, vaporeste, rua siempre y frente. Nur tercero cruzamente izquierdo. Ich kann Sie auch sonst hinbringen. Warum haben Sie keinen Krankenwagen gerufen? Ja, so schlimm ist eigentlich nicht so. Okay. Wie? Okay. Ach, genau. Wie ist denn das passiert? Ich bin auch Arzt. Hallo. Hallo. Das ist Frau Oliveira. Sie hat eine Platzwunde beim Auge und Schulterverletzung. Sie sagt, sie sei die Treppe runtergestürzt. Mhm. Das stimmt was nicht. Sie hat Hämatome an dem ganzen Arm. Schauen wir mal. Guten Tag, Frau Oliveira. Ich bin Jasmin Jonas, Ihre behandelnde Ärztin. Wie ist denn das passiert? Ich wollte in den Keller und hatte die Hände voll. Bei uns ist das Licht kaputt. Da bin ich so die Treppe runtergefallen. Kann ich den Arm mal sehen? Geht das? Können Sie ihn bewegen? Und die Finger? Mhm.
Melde doch bitte Frau Oliveira zum Röntgen an, ja? Ja, gerne. Was ist mit Ihrem Kopf? Haben Sie weitere Verletzungen? Glaub nicht. Das ist merkwürdig. Sie können mir ruhig die Wahrheit sagen. Sie brauchen keine Angst zu haben. Sind Sie geschlagen worden? Sie irren sich. Ich bin nicht geschlagen worden. Ich bin nur sehr unglücklich gefallen. Die Handtasche ist handgenäht. Von diesem Modell gibt es weltweit vielleicht 1000. Haben Sie eine Ahnung, was die kostet? Nein. Sie hätten mir gleich denken können. Ich möchte, dass Sie meine Tasche wieder besorgen und all das, was ich Ihnen genannt habe. Machen wir. Die Designer-Sonnenbrille, den Flakon und den Seidenschal, das Handy und das Portemonnaie aus Krokodilleder nicht zu vergessen. Haben Sie das? Natürlich. Und die 950 Euro Bargeld. Du dreckige, gemeine Diebin! Miststück! Wenn Sie sich dann vielleicht etwas zusammenreißen könnten, wäre das nett. Danke. So. Hier hätte ich dann mal alles aufgeführt, was Ihnen entwendet wurde. Vielleicht wollen Sie es mal unterschreiben. Und hier habe ich noch eine Broschüre für Sie. Schlauer gegen Klauer. Vielleicht gucken Sie mal rein. Warum hast du denn die Handtasche geklaut? War das vielleicht eine Mutprobe? Brauchst du das Geld? Guck mal, wenn du uns deinen Namen nicht sagst, können wir dich nicht gehen lassen. Du hast eine Straftat begangen. Und du wirst ganz bestimmt nicht noch mehr Ärger, oder? In Hamburg wird zurzeit niemand in ihrem Alter oder mit ihrem Aussehen vermisst. Da liegt doch sonst keine Anzeige vor. Danke. Wenn du Angst vor deinen Eltern hast, dann finden wir da eine Lösung. Gibt es jemanden, den ich benachrichtigen soll? Soll ich jemanden anrufen? Würden Sie vielleicht nur mit meiner Mutter reden? Wenn du das so möchtest, ja. Okay. Ich heiße Sophia Oliveira. Und wie alt bist du? 17. Sagst du mir dann auch deine Adresse und schreibst hier deine Telefonnummer auf? Dietmar Köhlstraße 7. Und wo ist die Handtasche? Ich habe die weggeworfen. Sie sind ja so schnell gerannt. Du weißt schon, dass wir dich jetzt im Auge behalten. Wir kriegen raus, wann und wo du das Geld ausgibst. Das ist dir doch klar, oder? Gut, dann werde ich jetzt mal die Personendaten abfragen. So, gibt es da jemanden, der dir geholfen hat bei dem Raub? Nee. Und willst du mir nicht sagen, wofür du das Geld brauchst? Drogen? Nein. Gut. Wenn es jetzt alles so stimmt, was du gesagt hast, dann kannst du erst mal gehen. Wir machen dann einen Termin mit einem Erziehungsberechtigten. In dem Fall nur mit deiner Mutter. Okay? Ah, Philipp, komm doch mal. Du hattest recht. Ich kann keine knöchernen Verletzungen feststellen. Da muss ziemlich Gewalt auf die Schulter gewirkt haben. Ja, beim Sturz von der Kellertreppe hat es normalerweise eine Fraktur gegeben. Ja, ist richtig. Aber vielleicht vertraut sie sich dir ja doch noch an. Kannst du sie nicht ein paar Tage hier behalten? Das kann ich mit den Verletzungen nicht begründen. Aber ich kann den PK anrufen. Polizeikommissariat 21. Ja, hallo, hier ist Jasmin. Wolle, bist du das? Ja. Ja, ich bräuchte da mal eure Hilfe. Jo, alles klar. Ich schick dir Boje und Franzi. Ja. Tschüss. Franzi, Jasmin hat im EKH einen Fall von häuslicher Gewalt. Die Frau hat Verletzungen, die eindeutig auf Gewalteinwirkungen hinweisen. Aber sie sagt, sie ist gestürzt. Komm. Wo geht's denn hin? Dann sehe ich die unterwegs. Sag mal, wenn du bei uns auf den Funkverkehr antwortest, könntest du das mit Ich höre tun? Eine neue Vorschrift, von der ich nichts weiß? Nee, tu es einfach mir zuliebe, ja? Also unter der Nummer zu Hause, da meldet sich niemand. Wir haben die Kollegen in der Rambachstraße in der Hofeinfahrt gefunden. Ist ihr das? Mhm. Tja, die 950 Euro, die sind wohl weg. Dann hat die wahrscheinlich irgendjemand anders genommen. Wer denn, der Nikolaus? Wahrscheinlich der, der die Tasche gefunden hat. Ich hab die einfach weggeworfen, ohne da überhaupt vorher reinzuschauen. Gut, kannst jetzt gehen. Ruf nachher deine Mutter an, ja? Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Also ich glaub dir kein Wort, aber was sollen wir machen? Wahrscheinlich hat sie das Geld irgendwo deponiert. Trotzdem, ich habe das Gefühl, die steht sehr unter Druck.
Die ist anders als die kriminellen Jugendlichen, die wir sonst zur Aufgabe haben. Sieht gar nicht so teuer aus, hä? Das ist echt überhaupt keine Ahnung. Allein das Teil hier kostet bestimmt 1000 Euro. Echt? Sicher? Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Die Verletzungen waren ganz frisch, die hat sie sich vor ein oder zwei Stunden zugezogen. Ist sie das erste Mal wegen so einer Art Verletzung hin? Ja. Kannst du uns sonst irgendwas sagen? Also irgendwas, was nicht unter die ärztliche Schweigepflicht fällt? Leider nein. Mehr kann ich dir wirklich nicht sagen. Wir können Ihren Mann für 24 Stunden festhalten. Und dann haben wir noch die Möglichkeit der Wegweisung. Das heißt, Ihr Mann darf 7 Tage Ihre Wohnung nicht betreten. Das kann man gegebenenfalls auch verlängern. Mein Mann schlägt mich nicht. Das habe ich doch vorhin schon gesagt. Und wieso weisen Sie dann typische Verletzungen auf? Ich bin sehr unglücklich gefallen. Bitte, kann ich jetzt einfach nach Hause gehen? Wir verbinden jetzt noch Ihre Schultern, dann können Sie gehen, ja? Gut, danke erstmal. Komm, hör auf, ich kenne noch meine Pappenheimer, das tut mir ja selbst. Sophia Oliveira war so auffallend, wohlerzogen und höflich. Ich glaube nicht, dass sie von sich aus klaut. Oliveira? Hatten wir doch auch gerade. Häusliche Gewalt. Sieht jedenfalls so aus. Wie genau heißt die Frau? Maria Oliveira, die wohnt im Portugiesenviertel. Sophias Mutter. Sie wollte unbedingt, dass wir nur mit der Mutter sprechen. Dann fahren wir da mal hin. Vielleicht schlägt der Vater seine Tochter ja auch. Schauen wir uns den Typen mal an. Hey, ist es so klug, wenn wir den Vater überhaupt informieren? Ich hab's ihr versprochen. Manchmal hilft es den Opfern, wenn die Täter wissen, dass wir sie im Auge haben. Aber lass ihn wirklich nur auf seine Frau ansprechen, okay? Ulla, wenn du uns anfunkst, melde ich mich mit, ich höre, ich weiß. Nein. Mich? Melde dich doch bitte ganz korrekt mit Peter 21 hört, okay? Mir zu. Ist hier Polizeifunkverkehr oder das Wunschkonzert? Wieso bist du nicht in der Schule? Mathe ist ausgefallen. Wo ist deine Mutter? Mama ist nicht da. Okay, hast du dich etwa gebrüllt? Ich konnte nichts dafür, die anderen haben angefangen. Schämst du dich nicht, der Mädchen in deinem Alter? Papa! Brüllen, dass sie dich aus mir misshandelt! Moin! Wie kann ich Ihnen helfen? Wir sind hier wegen Ihrer Frau, Herr Oliveira. Was ist mit meiner Frau? Was ist denn passiert? Sie wird gerade behandelt im Elbkrankenhaus. Sie sagt, sie sei eine Treppe runtergefallen, aber... Könnten wir kurz mal mit deinem Vater alleine sprechen? Wir müssen ihn nur was fragen zu deiner Mutter. Und Sie haben keine Ahnung, wie sich Ihre Frau verletzt hat? Nein, ich bin gerade eben erst nach Hause gekommen. Ich helfe manchmal beim Paketpostamt aus. In welchem Zeitraum? Bei welchem Paketamt? 6 bis halb 10. Alter. Das können wir überprüfen. Die blauen Flecke bei Ihrer Tochter. Damit haben Sie auch nichts zu tun. Sie denken, ich schlage mein Kind und meine Frau. Mäust du euch? Ich liebe meine Frau und meine Tochter. Fragen Sie sich doch selbst. Jetzt machen Sie mal nicht so einen Wind, ja? Das beeindruckt uns überhaupt nicht. Wir haben schon die tollsten Ausreden von Ehemännern und Vätern gehört, die ihre Familien drangsaliert haben. Uns interessieren nur Fakten, ist das klar? In welchem Krankenhaus liegt meine Frau? Kann ich Sie anrufen? Meinetwegen, im EKH. Ich gebe Ihnen die Nummer, aber bitte auf Deutsch, damit wir Sie verstehen. Wolle, überprüf doch mal bitte, ob Pedro Oliveira heute Morgen zwischen 6 und halb 10 im Paketamt Altona tätig war. Okay.
Noch was. Die Tochter, Sophia Oliveira, die zeigt auch Zeichen von Gewalteinwirkung. Franzi und Boje sollen noch mal mit der Mutter sprechen. Ich habe sonst ein ungutes Gefühl, hier wegzugehen. Sie kommen dann bitte morgen um 15 Uhr zur Nachsorge, ja? Frau Oliveira, wir müssten Sie noch mal sprechen. Ihre Tochter weist auch Verletzungen auf, die von Gewalteinwirkungen stammen. Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Haben Sie finanzielle Schwierigkeiten? Klaut deshalb Ihre Tochter Handtaschen? Wer behauptet, dass meine Tochter klaut? Sie ist heute Morgen von Kollegen aufgerufen. Entschuldigung. Hört. Wenn irgendein Schaden entstanden ist, wir kommen natürlich dafür auf. Ich wäre nur dankbar, wenn mein Mann nichts davon erfährt. Weil er sonst Ihre Tochter schlägt? Nein, weil er gerade einen Herzinfarkt hatte. Er lag wochenlang im Krankenhaus. Er ist erst seit 6 Tagen aus der Reha. Er darf sich nicht aufregen. Die Ärzte sagen, noch so einen schweren Infarkt überlebt er nicht. Verstehen Sie, ich habe Angst um meinen Mann, nicht vor meinem Mann. Oliveira ist von 6 bis 9:30 im Paketpostamt gewesen. Er kann das nicht gewesen sein. Wer war es dann? Ich danke Ihnen für Ihr Bemühen. Sie haben gesagt, Sie sprechen nicht mit meinem Vater. Habe ich irgendwas zu deinem Vater von der geklauten Handtasche gesagt? Nein. Also. Aber Sie beschuldigen ihn, dass er mich und meine Mutter schlägt. Er würde sowas nie tun. Wer dann? Sophia, ich mache mir Sorgen um dich. Du hast deine Handtasche geklaut mit 950 Euro Bargeld. Aber du bist nicht kriminell. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass du massiv unter Druck gesetzt wirst. Hey, ich will dir wirklich helfen. Ist alles in Ordnung, ich brauche keine Hilfe. Schau dir deine Oberarme an. Diese Hämatome, da hat jemand richtig fest zugedrückt. Das ist in der Schule passiert, bei einem Streit. Das ist völliger Quatsch, du warst heute nicht in der Schule. Also wer war das? Ich bin keine Petze. Sophia, das hat nichts mit Petzen zu tun. Das ist Körperverletzung, das ist strafbar. Also bitte, sag mir, was los ist. Gib mir einen Namen. Sophia. Ich habe gerade deine Mutter erreicht. Was zum Himmel hast du immer gedacht, eine Handtasche zu klauen? Bist du vorbestraft sein? Ich verstehe das nicht. Robert Gardinisch! Was ist los mit dir? Sophia! Ich. Er war heute Morgen im Paketamt. Er kann das nicht gewesen sein. Okay. Für den Führerschein. Bezahle ich deinen Führerschein nicht? Die nächste Rate war fällig. Ich habe gerade eine Rate überwiesen. Fahrschule Marvel, 160 Euro. Das hat der Fahrlehrer aber nicht gesagt. Was ist das für ein Saftladen? Das ist aber kein Grund, eine Handtasche zu klauen. Paisinho. Herr Oliveira, was ist los? Jetzt beruhigen Sie sich doch erstmal. Papa, deine Medizin. Pedro, amor, du sollst dich nicht aufregen. Was ist passiert? Dein Arm, dein Gesicht. No, nada. Amor. Ich habe gar nichts zu besprechen mit unserer Tochter. Ich kläre das. Es geht uns beide. Du sollst sie nicht aufregen. Ich möchte es. Anna. Was ist denn da passiert? Chaotikusch. Irgendwelche Chaoten passiert in letzter Zeit häufig. Ich weiß nicht, wie es zu dem Missverständnis mit der Fahrschule gekommen ist, aber. Sophia ist keine Diebin. Sie ist ein liebes, hilfsbereites Mädchen. Ich lag lange im Krankenhaus. Sie musste viel im Geschäft helfen. Sie war überfordert. Sie wird das nicht wieder tun. Was ist los bei denen? Warum raubt dieses Mädchen eine Handtasche? Wofür braucht sie das Geld wirklich? Warum klaut sie direkt bei sich vor der Haustür? Ich meine, das ist doch total unüberlegt und planlos. Ja. Immer Mutter und Tochter bedroht und schlägt. Ich glaube wirklich, der Vater hat keine Ahnung. Ja, obwohl das ja schwer zu glauben ist. Ist ja auch die Blutergüsse bei Sophia gesehen. Das muss er doch mitbekommen. Wenn er erst seit ein paar Tagen wieder aus dem Krankenhaus raus ist und Mutter und Tochter schonen ihn aus Angst um seinen Gesundheitszustand. Weißt du, vielleicht werden die ja erst bedroht, seit er überhaupt im Krankenhaus war. Peter 21 für Peter 21.1. Peter 21.4. Wolle? Nein, hier ist Jürgen. Wolle musste mal eben vom Platz weg. Könnt ihr mal kurz schauen, ob es in letzter Zeit häufigerweise Vandalismus im Portugiesenviertel gab? Verstanden. 1:1? Nein, wir haben gesagt, wenn Wolle sich meldet. Nicht Jürgen. Hm.
Mama. Nur 20 Euro. Mach das nie wieder. Aber das war eine Lügnerin. Sie hat bei der Polizei gesagt, dass in ihrem Portemonnaie 950 Euro drin waren. 950 Euro, dann hätten wir jetzt überhaupt keine Probleme mehr. Lügnerin, hin oder her, man klaut nicht. Soll ich lieber zugucken, wie sie dich verprügelt? Das ist alles, was wir haben. Wir brauchen 800 insgesamt. Aber die haben gesagt, 500 als erste Rate wären okay. Also fehlen noch 90. Gib mir mal dein Handy, ich habe eine Idee. Aber nichts Kriminelles, eher verkaufe ich meinen Ehering. Versprochen. Oliveira, ich wollte mich auf Ihre Stelle als Aushilfe bewerben. In einer Stunde? Super, ich werde da sein. Ja, tschüss. Siehst du, alles gar kein Problem. Ich nehme dein Handy mit. Wenn irgendwas ist, dann rufst du mich an, ja? Du hättest überhaupt nicht mit hineingezogen werden sollen. My Senior, wir schaffen das schon. Also, Pedro Oliveira hat die Fahrstunden tatsächlich bezahlt. Nur die Kleiner hat das Geld zurückgefordert und sich einfach abgemeldet. Wozu braucht sie denn so viel Geld? Besonders teuer war sie ja nicht angezogen. Drogen nimmt sie auch nicht. Es hat im letzten halben Jahr keine Anzeige wegen Vandalismus und Sachbeschädigung im Viertel gegeben. Obwohl Oliveira ja behauptet, dass das häufiger passiert wäre. Also, offiziell ist nichts in dem Viertel bekannt. Insgesamt ist es in der Stadt, was die Schutzgelderpressung angeht, ruhiger geworden. Aber die Methoden sind auch gerissener als früher. Häufig zwingen die Erpresser ihre Opfer, überteuerte Ware einzukaufen. Als wir wegfuhren, da bekamen die Oliveras gerade eine Lieferung. Niemeyer-Früchte. Obst- und Gemüselieferanten. Ich meine, ich kann Elke mal fragen, ob sie den kennt. Ja gut, dann mach das. Laut Vorschrift ist im Funkverkehr sowohl ich höre, als auch Peter 21 hört korrekt. Behauptet irgendwer irgendwas anderes? Schutzgelderpressung im Portugiesenviertel. Da bin ich nicht mehr so richtig auf dem Laufenden. Ist ja kein Wunder, mit dir redet auch keiner. Ist ja schließlich mit einem Bullen zusammen. Eben. Sag mal, diesen Lieferanten Niemeyer, kennst du den? Ja, klar. Da beziehe ich auch. Der hat immer super Ware. Und sonst alles in Ordnung mit dem? Ja. Aber heute ist was Komisches passiert. Da kam vorhin hier so ein Mädchen reingestürzt, so 17, 18 würde ich sagen. Könnte eine Portugiesin gewesen sein. Die war ziemlich durcheinander und wollte telefonieren. Und dann stand da diese Runge und hat die reingeglotzt. Runge? Ja, die kennt ihr doch auch. Ach, dieser Ex-Türsteher, dieser kleine Schläger. Ja, und seit einiger Zeit fährt er ab und zu mal Ware für Niemeyer aus. Von dem, glaube ich, ist sie abgehauen. Aha. Und wie sah sie aus? Oh, wie sah sie aus? Die war nicht sehr groß, hatte braune Haare so bis hierher, graue Strickjacke an, ich glaube, ein lila T-Shirt. Sophia Oliveira. Ist irgendwas mit ihr? Sie hat mich nämlich gefragt, ob sie den Job als Aushilfe haben kann, und ich habe ihr zugesagt. Mach dir keine Sorgen. Familie Oliveira. Ja, das sind Kunden von mir. Fast so lange, wie ich das Geschäft hier habe. Warum? Kennen Sie Sophia Oliveira? So genau kenne ich die Leute auch nicht. Ist das die Frau oder die Tochter? Die Tochter. Ja, die habe ich mal gesehen. Hübsches Mädchen. Aber ich habe meist mit der Mutter zu tun. Die macht ja hier den ganzen Wareneinkauf. Sophia Oliveira wurde heute von einem ihrer Angestellten verfolgt. Sie ist ängstlich in ein Bistro geflüchtet. Das Flut und Ebbe, kennen Sie das? Elke Kuhlmann. Auch meine Kundin. Ist das nicht Ihre Lebensgefährtin? Ja, also was meine Mitarbeiter in ihrer Freizeit machen, damit habe ich nichts zu schaffen. Haben die Oliveras Schulden bei Ihnen? Ach, nicht mehr als andere.
Mal läuft es besser, mal schlechter. Und so ist dann eben auch die Zahlungsmoral. Und wie wird in der Regel gezahlt? Die bekommen eine Rechnung und weisen ab. Und wenn jemand hängt, dann zahlt der auch mal bar. Ja, und wie ist das bei den Oliveras? Bei den Oliveras? Sind die in Rückstand? Nö, sieht gut aus. Wir beliefern die ja täglich, außer sonntags. Darf ich mal? Ja, bitte, wir haben nichts zu verbergen. Hier sehen Sie, die weisen meist innerhalb von 2 Wochen an. Und wenn Sie das mal nicht können, dann kommt es bei der nächsten Lieferung bar. Die Höhe der Bestellung, die variiert oder ist die in etwa gleich? Das sehen Sie doch selbst. Mal sind es ein paar mehr Zucchinis, die andere Woche mehr Möhren. Ja, aber im Grunde ist es immer ähnlich. Wissen Sie, ob die Oliveras sonst irgendwo Schulden oder Ärger haben? Ich liefere Obst und Gemüse, bei Bedarf 2-mal täglich frisch. Mehr habe ich mit den Leuten nicht zu tun. Gut, danke. Na dann. Kilo Tomaten für 750 Euro. Moderater Preis. 500 Kilo? In welchem Zeitraum? 4 Wochen. Ich kenne mich da ja nicht so aus, aber klingt ganz schön viel für so einen kleinen Laden. Das kann man ja mal hochrechnen. Ihr meint, die Sache läuft nicht über erhöhte Preise, sondern erhöhte Mengen? Der Niemeyer hat gesagt, die nehmen in etwa immer dieselbe Menge ab. Also bei den Größenordnungen wären das um die 200 Tomaten, Suppensalate, was auch immer, pro Tag. Also da ist definitiv was vorkommt. Wir reden aber mit den Oliveras. Die werden uns nichts sagen, die haben Angst. Also wenn wir vorankommen wollen, dann brauchen wir weitere Opfer. Vielleicht sind im EKH ja noch andere merkwürdige Unfälle eingeliefert worden. Das dürfen die euch nicht sagen. Aber sie können unseren Verdacht bestätigen. Na gut. Also ihr sprecht noch mal mit den Oliveras und ihr geht rüber ins EKH. Aber sollte sich herausstellen, dass es sich tatsächlich um Schutzgelderpressung handelt, müssen wir die Sache an die Abteilung organisierte Kriminalität abgeben. Ist das klar? Klar. Die Mengen an Obst und Gemüse, die wir kaufen, sind völlig in Ordnung. Das hieße, dass sie jeden Tisch quasi 20 Mal am Tag besetzen müssen. Das ist doch Quatsch. Wir haben auch Außerhausverkäufe, viele. Und was wir nicht brauchen, das spenden wir. Was wollen Sie eigentlich? Sind Sie vom Finanzamt? Was geht Sie das eigentlich alles an? Wenn es ist, wie wir glauben, dann steht hier wirklich bald das Finanzamt vor der Tür. Und dann haben Sie an zwei Enden richtige Probleme. Hier gibt es nichts zu untersuchen für Sie. Lassen Sie uns doch bitte in Ruhe. Es geht uns vielleicht nichts an, wie viel Essen Sie am Tag verkaufen. Aber es ist unser Job, uns darum zu kümmern, wenn 2 Frauen offensichtlich geschlagen werden, eine Minderjährige einen Raub begeht. Bitte lassen Sie uns doch einfach in Ruhe. Sie kommen aus diesem Teufelskreis doch nicht mehr raus. Der Druck und die Drohungen, die werden immer stärker werden. Und das ist nur der Anfang. Wir können Ihnen helfen, wirklich, aber Sie müssen sich auch helfen lassen. Wir brauchen Ihre Hilfe nicht. Gehen Sie doch einfach. Bitte, bitte, lassen Sie uns doch einfach in Ruhe. Wiedersehen. Ich habe nichts gesagt. Das haben Sie gehört, ja? Hier sind 410,90 Euro. Bekommen Sie heute noch, dann haben Sie 500, wie Sie wollten. Und bis zum Ende der Woche haben wir die 800 gezahlt. Ich kriege die ganzen 800 in einer Stunde. Aber ich hab doch alles gemacht, was Sie wollten. Hast du nicht. Du solltest das Geld vor 2 Wochen ganz normal überweisen. Hast du nicht. Dann sollst du bar zahlen. Hast du nicht. Und jetzt hetzt uns deine Göre die Bullen auf den Hals. Ihr macht Probleme. Aber wie soll ich denn 300 Euro innerhalb von einer Stunde zusammenkriegen? Das ist nicht mein Problem. Aber danach werden sie jede Stunde 100 mehr. Wenn das Geld nicht heute Abend auf meinem Tisch liegt, dann ist der Leiter dran. Comprende? Es gibt
gibt immer wieder Fälle, wo Leute angeblich vom Rad gestürzt sind, sich am Bügeleisen verbrannt haben oder einfach so von Unbekannten zusammengeschlagen wurden. Tja, ihr wisst ja, wie es ist. Ich unterliege der ärztlichen Schweigepflicht. Ich kann euch leider nicht mehr sagen. Ist verstanden. Ach, Boje, kennst du eigentlich diesen Fischladen in der Dietmar-Köhl-Straße? Du magst doch Fisch. Dank dem. Ich liebe Fisch. Hallo Melanie, Appetit auf Fisch? Wegen Geschäftsaufgabe geschlossen, Neuvermietung des Ladens durch das Büro Hartwig. Vielleicht weiß ja Oliveira ja etwas. Herr Oliveira, wir hätten da noch eine Frage. Kennen Sie zufälligerweise das Fischrestaurant hier gleich um die Ecke? Natürlich. Hat es zugemacht, verstehe ich gar nicht. War nicht immer gut besucht. Kannten Sie den Besitzer? Vom Sehen. Wenn wir hier sind, arbeiten wir, haben keine Zeit. Man grüßt sich, hilft sich mal aus. Das war's auch schon. Wissen Sie, ob der Niemeyer den vielleicht auch beliefert hat? Der Lieferwagen stand da auch immer. Oder verwechsel ich das jetzt? Vielleicht war das auch für den Laden davor. Können auch beide sein, keine Ahnung. Der Besitzer soll ja vor einiger Zeit zusammengeschlagen worden sein. Haben Sie da irgendwas mitbekommen? Was wollen Sie eigentlich von mir und meiner Familie? Zuerst unterstellen Sie mir, ich würde meine Frau schlagen, und jetzt wollen Sie wissen, ob ich weiß, ob ein benachbarter Restaurantbesitzer zusammengeschlagen worden ist. Was soll das? Wir glauben ja nicht, dass Sie das waren. Ich glaube, es ist gut für mein Geschäft, wenn ihr dreimal am Tag die Polizei kommt. Was sollen die Leute denken? Wir vermuten, dass Ihre Frau bedroht wird und dass sie mehr weiß, als sie sagt. Also bitte reden Sie mit ihr und rufen Sie uns an. Pedersen? Komm gleich. Ja? Ich mit. Tschüss. Wollen wir? Tschüss. Die Frau gibt mir einen Vorschuss. Bitte nicht weinen, Mama. Nein, du gehst nicht zur Polizei, dann wird alles nur noch schlimmer. Ich mache das. Die werden Papa nichts tun. Ich rufe dich wieder an. Alles wird gut, versprochen. Niemeyer gehört zur Firmengruppe Hertwig und Niemeyer. Ist aber bisher nicht negativ aufgefallen. Zu denen gehören auch noch ein Import-Export, eine Reinigungsfirma, ein Getränkemarkt und ein Herr Hertwig, ein Steuerberater. Hertwig, ist das nicht der Typ, der das Restaurant neu vermietet? Das Ganze ist also ein geschlossenes System. Die verkaufen den Leuten zu viel Ware, machen somit Gewinn und frisieren dann mit dem hausinternen Steuerberater deren Bücher, damit es bei der Steuer nicht auffällt. Und wahrscheinlich kostet es dann noch mal richtig. Entschuldigung. Erübrigt sich wahrscheinlich die Frage, okay, ob der Hertwig auch der Steuerberater von den Oliveras ist. Gut. Wir geben das dann ab an die Abteilung organisierter Kriminalität. Sophia hat bei Elke in die Kasse gegriffen und ist abgehauen. In die Kasse gegriffen, Martin, das ist Unterschlagung. Genau, da müssen wir uns kümmern. Ein junges Mädchen ist in Gefahr. Jo, gut, wir sind dann mal bei Elke, ne? Ja, los dann. Aber ich informiere trotzdem das OK. Die zu Elke und wir zu den Oliveras, hm? Deine Ansagen werden mir fehlen. Heißt das, du gehst? Ein
ungefähr 200 Euro in der Kasse gewesen sein. Den Rest der Tageseinnahmen habe ich im Kölner Portemonnaie. Wo ist Sophia Lankeran? Darüber, über die Brücke Richtung Freihafen. Jeder 21 für 21 zu Anton kommt. Sophia ist Richtung Freihafen gelaufen. Sie hat 200 Euro aus der Kasse unterschlagen. Wir fahren zu Niemeyer. Maria, sag endlich, was los ist. Wo ist Sophia? Wer bedroht uns? Ich weiß es nicht. Sie geht nicht mehr ans Telefon. Sie ist unterwegs, um diesen Leuten das Geld zu bringen. Die sind gefährlich. Sie müssen uns sagen, wo wir die finden. Ich will endlich wissen, was hier los ist. Pedro, wenn wir der Polizei nur ein Wort sagen, hat er gedroht, schlägt er uns halb tot. Bitte, sag es. Wo ist Sophia? Ich weiß es nicht. Ich konnte sie nicht abhalten, dahin zu gehen. Woher weiß Sophia, wo sie diese Leute findet? Ich weiß nicht. Wollt ihr da anrufen? Wen? Den Runge. Sie haben eine Nummer von dem? Danke. Hat sie dem Runge schon einmal Geld gebracht? Wie viel fehlt noch? 390. 390. Okay, 200 hat sie aus der Kasse. Das ist zu wenig. Ausgeschaltet. Ich sag Wolle Bescheid. Soll eine Fahndung rausgehen. Mach das unterwegs. Wir haben keine Zeit. Klar. Ich komm mit. Nein, Sie bleiben hier, falls Sophia sich meldet. Wolle? Ich höre. Du musst eine Abfrage für uns machen. Wir suchen einen Typen, der heißt Runge. R-U-N-G-E. Richtig. Ja, ich habe auch eine Handynummer von dem. Was sollte ich denn machen? Es fing alles an, als du im Krankenhaus warst. Die zwangen uns, immer größere Mengen Waren abzunehmen. Fast doppelt so viel. Und dann konnte ich die Rechnungen nicht mehr bezahlen. Ich musste auch eine Aushilfe einstellen, weil du fort warst. Ich habe dann dem Runge immer alles bar bezahlt. Aber irgendwann hat es nicht mehr gereicht. Hey, was sind denn das hier für Methoden? Wo ist Sophia Oliveira? Das weiß ich doch nicht. Wo ist Ihr Mitarbeiter Runge? Keine Ahnung, der hat Feierabend. Sophia trifft sich gerade mit ihm, um ihm Geld zu geben. Wenn die Mädchen auch nur ein Haar gekrümmt, haben Sie ein Problem. Also, wo ist Ihr Mitarbeiter? Ich weiß es nicht, verdammt noch mal. Gut, dann anders. Wir nehmen Sie vorläufig fest, wenn jetzt Verdacht der Nötigung in der Presse kommen Sie. Ich rufe erst einmal meinen Anwalt an. Ja, das können Sie vom PK aus machen. Moment. Wir hören. Kai, zu deiner Anfrage Runge. Michael Runge ist mehrfach vorbestraft wegen Körperverletzung. Fährt ein goldmetallig 7er BMW. Vermutlicher Aufenthaltsort ist bei St. Annen. Kai speichert D. Verstanden. Wir haben jetzt 625. Angesagt waren aber 800. Spreche ich Chinesisch? Drücke ich mich nicht klar aus? Da ist der Ball. Ich bring das Geld wirklich, bitte heute noch. Ihr strapaziert meine Geduld. Peter 21.1 an Michel. Wir befinden uns am Objekt. Leg das Ding weg. Nein, du lässt uns in Ruhe. Dann musst du mich wohl erschießen. Dann muss ich das. Du schlägst uns nicht mehr. Sophia, alles gut. Leg die Waffe runter. Das Miststück hat auf mich geschossen. Sophia, schau mich an. Schau mich an. Schau zu mir. Meine Mutter und mich geschlagen. Schau mich an. Wir sind jetzt da. Wir nehmen den Mann fest und er wird eine gerechte Strafe bekommen. Mich? Sie hat geschossen. Schnauze! Niemeyer schickt den Nächsten. Die sollen einfach wissen, dass sie das nicht mehr mit uns machen. Niemeyer wird keinen mehr schicken. Wir haben ihn festgenommen. Sophia, bitte vertrau mir. Als ich dir heute Morgen gesagt habe, dass ich nur mit deiner Mutter spreche, habe ich mein Wort gehalten. Habe ich das? Sophia! Ja. Und ich würde es nicht sagen, wenn ich es nicht genau wüsste.
Dieser Mann wird bestraft werden. Er wird ins Gefängnis gehen. Für das, was er getan hat. Euch angetan hat. Hey! Sophia, Sophia, guck zu mir. Guck zu mir. Hey, ganz ruhig. Wir kriegen das hin. Gib mir deine Hand. Gib mir deine Hand. Alles gut. Ist vorbei. Hey, Bulle, wo ist das Problem? Ich dachte, hey, 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 Atom ist ein Irrtum. Ist vorbei. Hey, ist alles gut. Ist alles gut. Gegen Niemeyer und dessen Steuerberater Hertwig hat das OK Haftbefehl beantragt. Der Staatsanwalt prüft gerade, aber es sieht gut aus. Und euch soll ich mitteilen, auch wenn Schutzgelderpressung absolut nicht zu unserem Aufgabenbereich zählt. Gratulation vom OK und von mir natürlich auch. Tja, dann mal einen schönen Feierabend. Ja. Tschüss. 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 Elke und ich gehen noch was trinken. Hey, ihr könnt ihr überlegen, ob ihr nachkommt. Grüß mal schön. Mach ich. Hallo. Melanie. Weißt du, auch hier geht es manchmal um ein bisschen mehr. Und gerade auf der Straße kann man Dinge bewegen. Ja. Mein Platz bleibt erstmal hier. Ist das dein letztes Wort? Ja. Mach's gut. Ist das wegen mir? Nein, wegen mir.